Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Trackmania Valley. Wir spielen heute mal wieder Sachen aus meinem random Track-Ordner. Praktisch diesen Mania Exchange Battle of the Week-Ding da, was ich mir irgendwann mal angelegt habe. Ich habe mal wieder die besten, also die meist-awardedsten Strecken runtergeladen und noch ein paar zufällige irgendwelche reingestreut. Keine Ahnung, welche das sind. Aber ich glaube, wir fangen heute mal von hinten an. Boah, Seite 2, da gibt es nämlich eine Strecke noch und wir fangen die einfach an und schauen, wie sich das ergibt. Och, wieso muss man schon wieder das runterladen? Jedes Mal, wenn ich hier eine Map runterlade bei Mania Exchange, denke ich mir, wow, random. Ganz viel zufälliger Scheiß ist da wieder ganz groß runterladen angesagt. Solange ich nicht wieder so Behindert Planets zahlen muss, wie einmal für den Skin. Okay, wobei, die Kosten eigentlich auch überschaubar waren mit 2 Planets. Sind wir relativ gut dabei. So, dann schauen wir mal, was die Strecke zu seit mal von zu bieten hat. Das ist ja irgendwie. Gott, jetzt dachte ich, man muss hier irgendwie ganz. Hä? Ich glaube, ich habe die Strecke noch nicht ganz überrissen. Mal schauen. Ich bin heute noch nicht gefahren. Ich hoffe, das ändert sich jetzt, dass ich hier ein bisschen durchsteige hier. Das ist. Alter! Irgendwie habe ich das Gefühl, aber die Strecke, die ist nicht ohne. Und irgendwie bin ich auch heute zu blöd zum Fahren, anscheinend. Mal schauen, ob wir das irgendwie noch ausgleichen können. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel World of Tanks gespielt. Das ist irgendwie total fällig, sonst ich denke auch schon, dass ich es besser... Jetzt habe ich es wieder halbwegs raus. Ich glaube, langsam komme ich in den Flow rein. Ich hoffe bloß, es bleibt auch so. So, und hier ging es jetzt irgendwie hier gerade runter. Ja, es ist eine andere Stelle jetzt schon vorher. Ich dachte, da war nochmal so eine zweite Stelle, wo man irgendwie drüber fahren konnte. Also hier am Start, da war ja auch irgendwie mal, dass man hier auch genau hier geradeaus fahren kann. Aber das ist irgendwie eine ganz eigenartige Stelle. Aber das Ziel, glaube ich, da geradeaus. Wieso baut man da bitte ein Ziel hin? Es gibt überhaupt keinen Sinn, da ein Ziel hinzusetzen. Ah, so funktioniert das. Nee, so funktioniert das nicht. Wasser ist nicht mein Freund. Da schmort mir und rosten mir nur das Getriebe weg. Wobei das eigentlich in Trackmania eigentlich nicht so wirklich der Fall ist. Dass einem da das Getriebe wegrosten kann. Zumindest ist mir noch nie passiert. Falls ihr da schon andere Erfahrungen gesammelt habt, praktisch, dass euch die Karre mal abgesoffen ist und nicht mehr weiterfahren könnt, könnt ihr mal gerne Erfahrungsberichte da lassen. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Und ich war schon auf ziemlich vielen Unterwassermissionen hier. Den tiefen Unterwasser, weiten Welten, Missionszeug sah. So. Boah, wir sind hier, glaube ich, gerade gar nicht schlecht dabei. Das ist, glaube ich, gerade eine ziemlich gute Runde. Ah, hier kann man auch links rüberfahren. Dachte ich mir fast vorher. So. 12:20 runter. Sogar schon Gold. Dann schauen wir mal, wo es die Outdoor-Zeit liegt. Die liegt bei, komm, ich habe das drauf geklickt, bei 46,67. Das sind nochmal genau 3 Sekunden runter. Ja, das könnte, ja, die sind auf jeden Fall in der Map drin. Also ich bin das irgendwie total safe gefahren und ohne irgendwie Ahnung zu haben, wo es lang geht. Genau, hier könnte man nämlich wahrscheinlich auch No-Slide rausfahren. Genau, dadurch haben wir hier sicher schon mal eine Viertelsekunde gut gemacht. Ja, ich bin vorher auch wo angeeckt. Das war unter anderem ein Problem. Mal schauen, ob wir das jetzt irgendwie noch besser hinbekommen. Oh Gott, das war aber ganz schön knapp mit dem Geslide. Aber wir haben es irgendwie schon über eine halbe Sekunde gut gemacht. So, jetzt sind wir hier auch ein bisschen weiter außen. Dann können wir das hier auch Fullspeed fahren. Okay. Oh nein. Oh scheiße. Okay, damit hätten wir die Zeit total verschenkt. Aber die Map ist cool, muss ich sagen. Die gefällt mir echt gut. Hier mit diesen ganzen Transition-Zeugs. Glumpf, da Dings da. Ich weiß nicht, ob ihr da auch so Fan von seid, wenn ihr das selber fahrt. Aber sowas ist eigentlich immer ganz hübsch zu fahren. Aber jetzt habe ich ganz schön viel Zeit verloren, weil ich da ein bisschen zu viel geslidet bin. Mal schauen, aber es könnte eventuell auch... Oh, doch, eine Sekunde sogar rausgeholt.
Ich glaube, das lag gerade eher an diesem übermäßig geilen Slide. Den habe ich gerade echt gut um die Ecke geschossen, muss ich sagen. So. Aber müssen wir jetzt schauen, dass wir diesmal das Ding hier ein bisschen gerade runterspringen, damit wir den Schmarrn hier schön rüberziehen können. So. Jetzt bin ich das eigentlich schon fast Fullspeed durchgefahren. Ah, ich brauche nur noch eine Sekunde runter. Ist doch gar nicht schlecht hier. Direkt um 2 Sekunden näher an die Outdoor-Zeit rangekommen mit einmal durchfahren. Das kann sich ja fast sehen lassen. Mal schauen, ob wir das irgendwie noch ein bisschen ausbessern können. Ein bisschen noch verbessern können. So, das war, glaube ich, jetzt besser hier auch durchgefahren. Sollten wir hier ein bisschen Zeit gut gemacht haben. Ich hoffe es zumindest. Wenn nicht, dann haben wir halt keine Zeit gut gemacht. Wäre halb so schlimm. Was? Irgendwie habe ich hier eine halbe Sekunde verloren sogar. Ich glaube, hier hinten kann man nicht mehr viel Zeit gut machen. Zu dem, was ich schon gemacht habe. Außer, dass ich vielleicht ein bisschen enger rumziehen könnte, aber hier müsste ich auch eher weiter hinten raus. Ich will jetzt mal schauen, ob ich das hier ein bisschen besser hinbekomme. Ja, das war auf jeden Fall mal besser. Auch wenn ich da keinen richtigen Zeitvorsprung da gesehen habe. Probieren wir es einfach nochmal. Wir fahren es einfach noch ein paar Mal durch und schauen, ob wir uns ein bisschen verbessern können. Wenn nicht, dann haben wir ja noch ganz, ganz viele andere Strecken, die wir uns angucken können. Ich hoffe bloß. Oh Gott, schon wieder 1500stel hinten. Gott, was mache ich denn für einen Chase? Kann doch nicht wahr sein, dass ich hier jetzt schon wieder so weit hinten bin. Okay, weit. Was heißt hier weit? 1500stel ist jetzt nicht gerade weit, würde ich sagen, aber schon merklich, wenn man irgendwie auf Bestzeiten ja geht. Boah, das war, glaube ich, diesmal ganz gut rum. So. Okay, diesmal. Oh, das war zu weit. So, es wären nochmal 30 Hundertstel drin gewesen hier. Aber, oh, das ist. Mal schauen, ob wir jetzt hier wenigstens so ein bisschen was rausreißen können. Okay, diesmal haben wir das hier schön von außen. Boah, das war mal gut. Diesmal sind wir sogar hier nicht geslidet. Und hier auch nicht. Das ist nochmal besser. Was zum Teufel? Wir haben hier echt nochmal einen 0,7er Rückstand fast rausgerettet. Das finde ich echt schon beeindruckend. Okay, das geht total hier auf Outdoor-Zeit. Das probiere ich jetzt hier einmal nochmal aus, ob ich das hinbekomme. Also wenn wir es diese Runde jetzt nicht hinbekommen, dann mache ich einfach nächste Strecke. Weil wir sind hier doch schon wieder ziemlich lange auf... Nein! Okay. Einmal noch. Diese Drecks-Dirt-Ding, der geht mir jetzt gerade auf den Sack. Den habe ich nämlich vorher schon ziemlich oft fast verhauen. Okay, das wäre nochmal ein bisschen enger hier gegangen. Aber wäre auf jeden Fall nochmal ein bisschen Zeit drin. Okay, hier hat sich wieder voll ausgebremst. Das ist sicher nichts Gutes Neues. Aber immerhin 1700, glaube ich, bin jetzt gegen die Bande geknallt. Also, wenn wir das jetzt echt besser schaffen sollten, ist es auf jeden Fall nicht Bestzeiten verdächtig. Nee, das ist nichts geworden. So. Egal, wir machen uns auf dem Weg zur nächsten Map. Das ist zwar irgendwie schaffbar, aber dafür brauche ich sicher noch einige Versuche. Oder da will wir die ganze Zeit noch dranhängen. So, hier, das war so die letzte Map auf der anderen Seite. Dann fangen wir hier mit dem The Climber an. Was zum Teufel, die geht ja 2 Minuten. Oh, 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 oh. Ich sollte mal nächstes Mal darauf achten, wie lang die Strecken sind, die ich Amok runterlade. Und wo geht's hier lang? Ach, das ist... Ach, so ein Shade ist es. Ah. Okay. Ach, das war der Start. Ah, oh. Okay. Ich sollte mal vielleicht mal nächstes Mal ein bisschen besser aufpassen. Also, gar keine schlechte Idee hier. Immer so mit Checkpoints weiter hochzufahren. Gott, ich dachte schon, ich bin durch den Checkpoint gar nicht durchgefahren. Hä? Wo ist denn hier der nächste? Ach, hier. Noch weiter rum. Okay. Das ist immer eine lustige Idee. Zwar nicht sonderlich kompetitiv, würde ich mal sagen, behaupten. Aber keine schlechte Idee. Gott, sogar mit Sprung hier hoch. Was zum Teufel, hier geht es ja echt nur im Kreis. Ist das nicht mal nur dieselbe Stelle gewesen? Das war eine andere. Oh Gott. Das
Ich wusste nicht, dass man das so oft stapeln kann. Ich habe dauernd hier das Gefühl, ich verhau den Schmarrn. Hä, wo ist denn hier der Checkpoint? Ach, hier. Ach, ich bin von außen dran geflogen, sehr cool. Also sogar mit... solchen lustigen... wie soll ich sagen... Wie nennt sich das? Hier Plattformeinlagen. Bin ich hier überhaupt richtig? Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, als wäre ich hier richtig. Mal hier wieder rausfahren. Erstmal bloß gucken, wo es überhaupt lang geht. Also ich es nicht auf Anhieb schaffe, war mir fast klar. Okay. Jetzt wird es interessant. Ach, hier muss ich sowieso nur auf das Ding hier springen, okay. Was zum Teufel, das ist... echt eigenartig ist diese Map, also das ist echt mir so Plattform-Style. Ich finde es echt unglaublich, dass ich überhaupt halbwegs die Checkpoints dauernd finde. Das ist eher Zufall als sonst was. Gott, ey. Das ist... Okay, bei dem durfte ich das nicht machen, glaube ich, oder? Hä? Ist das Ziel wieder ganz unten, oder wie? Ach, das ist die Stelle, wo ich angefangen... What the fuck, hat es mich da rausgehoben. Komm, okay, ich muss also praktisch hier richtig hart auf die Bremse und direkt hier runterfallen. Okay. Was sind das beides Ziele, kann das sein? Ah, okay. Alles klar. Ah ja, sogar Bronze, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, die sind hier noch schlechter. Weil ich doch den ganzen Käse hier gut am Anfang verkackt habe. Dann schauen wir, ob wir es jetzt diesmal richtig hinbekommen. Ich glaube, ich fahre das echt nur einmal nochmal durch. Sonst wird es hier irgendwie zu zeitraubend, würde ich mal sagen. Wow. Das mit diesem... von außen anecken, das müsste ich mir fast mal merken. Okay, wo geht es hier wieder lang? Also, ach genau, hier war noch gar nicht diese die schwere Stelle. Was heißt, okay, das heißt die schwere Stelle? Aber da waren ja ein paar so Stellen drin, wo man ziemlich aufpassen musste, weil da irgendwelche komischen Sprünge waren. Gott. Ich glaube, hier kommt. Hier wird es langsam. Oh nein! Verdammt, komm! Jetzt muss ich das so wieder gut machen, nicht von der Zeit, so ein Scheiß. Ach, hier muss man außen rumfahren, glaube ich, weil man. Es kommt hier hoch, genau. Ich dachte letztens, das wird eventuell richtig funktionieren. Und. Es kommt doch noch wieder diese Stelle hier. Aber diesmal weiß ich, dass ich hier oben nur auf das Ding hier drauf fahren muss. Yes. Nein, nicht rumrollen. Roll weiter, roll weiter. Genau, und jetzt hier schön rückwärts Richtung Checkpoint. So, perfekt. Damit haben wir das ja schon fast geschafft, oder? Ja, fast. Ich sehe hier wieder nichts. Hä, wo ging das denn hier lang? Bin ich blöd? Ich hatte doch vorher hier den Checkpoint. Ach, da ist ja der Checkpoint. Oh Gott, ich bin so blindfischt. Wieso bin ich so blind gewesen? Gut, dadurch kriegen wir wahrscheinlich noch nicht mal Silber jetzt hin. Was ziemlich blöd ist. Obwohl, doch, Silber sollten wir hinbekommen. Weil ich habe doch vorher ziemlich viel Zeit an der einen Stelle hier verloren. Genau, der hier. Oh, ich glaube, das war wieder zu weit, oder? Oh, ich glaube, ich könnte fast auf dem Checkpoint... Ja, das war zu weit, verdammt. Okay, so diesmal schön langsam voll auf der Bremse bleiben. Oh, sind wir gut dabei? Ja, wir sind gut dabei, sehr schön. Schauen wir mal, ob wir jetzt das Silber erreicht haben. Ich hoffe es einfach mal. Bin ich dann... Ne, nicht mal. Schade. Okay, nochmal, falls es nicht so, weil das ist doch eine ziemlich zeitaufwendige Strecke. Aber wir schauen uns einfach mal die nächste nochmal an.
Die dritte von unten praktisch. Das wäre die aus den Wolken. Lauterer Reloaded. Schau mal, die 47 Sekunden angeblich lang. Zumindest wenn man sie gut fährt. Oh, 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 fängt schon wieder mit irgendwelchen komischen kantigen Stellen an. Aber man landet hier anscheinend schön auf dem Dach drin. Ne, das ist doch nicht schön. Das ist eher ganz knapp bemessen. Mal schauen, ob wir das jetzt schnell durchgebügelt bekommen. Die Strecke macht keinen allzu komplizierten Eindruck jetzt. Oh. Sie ist bloß ein bisschen holprig gestaltet. Wow. Motion Sickness von dem Looping. Das gibt's ja gar nicht. Und hier ist ein Checkpoint? Ja, hier ist ein Checkpoint. Ich hoffe einfach, wir sind hier noch richtig. Also, dass das wirklich so gehört. Ich hoffe es einfach mal. Ja, aber da vorne ist ein Ziel zumindest. 44,84. Oh, schon mal immer Gold. Das ist direkt so gut, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wo müssen wir denn hin? Ich glaube, so weit runter geht das gar nicht mehr. Ah, ne, doch eine Sekunde runter. Okay, das schaffen wir. Dann haben wir hier am Schluss nochmal erfolgreich eine schnelle dritte Runde eingelegt. Hoffe ich zumindest. Ich glaube, ich könnte das sogar noch ein bisschen optimieren hier mit diesem Runterspringen, indem ich da ein paar so ein bisschen auf die Bremse gehe, dann würde ich hier nämlich so ein bisschen gerader drin landen, genau so. Und habe jetzt auch hier irgendwie mehr von einem Speeder mitgenommen. Ne, das war wieder scheiße, weil ich wieder irgendwie ganz nah an dem Ding dran war. Und ich habe irgendwie nochmal 27 Hundertstel bekommen. Wow, das war ganz schön knapp mit der Kante hier. Ich hätte es fast gedacht, dass ich das vernatze. Okay, nochmal eine halbe Sekunde runter. Das schaffen wir noch, komm. Die Zeit habe ich dann noch locker irgendwo zwischendrin liegen lassen. Irgendwie so ganz dubios. So. Sind wir da irgendwie... Boah, ich hätte fast gedacht, dass wir es nicht rüber schaffen. Weil ich irgendwie so einen Scheiß gemacht habe am Anfang. Boah, verdammt, ich war ein bisschen zu schnell jetzt, oder? Nee, ich muss einfach bloß ein bisschen besser anfahren, dann sollte es auch gehen. Wenn ich das ein bisschen weiter rausziehen kann, praktisch nach links, bisschen hier nach rechts. Hier so. Hier, das hier direkt rein. Oh, dammit, jetzt bin ich in der Innenkurve hängen geblieben. Das ist natürlich scheiße, sowas, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Kann ja nicht so kompliziert sein, aber das ist, glaube ich, die einzige Stelle, wo richtig hart Zeit drin wäre. Okay, irgendwie bin ich jetzt aber langsamer unterwegs als gerade eben. Das ist nicht so gut. Mal schauen, ob wir das Ding jetzt hier mal Fullspeed hinbekommen. Wir sind halt ohne Anecken. Na, das war, glaube ich, nicht so prickelnd, oder? Ja, das ist irgendwie... Ich musste doch ziemlich viel vom Gas gehen und deswegen... Glaube ich nicht, dass es besser um 100 ist. Komm, da kann ich mir bessere Verbesserungen vorstellen. Also so wenig. So wenig. Oh nein. Also gemein. Die Zeit, die tickt gegen mich. Egal, das kriegen wir schon irgendwie durch. Oh, das war gut, so. Und schauen wir mal, ob wir das jetzt auch ein bisschen besser hinbekommen. Ich bin jetzt zwar gerade gut vom Gas gegangen. Oh nein, ach scheiße. Das war so gut eigentlich, so gut. Ich hoffe einfach mal, dass ich es jetzt nochmal besser hinbekomme. Da hinten ist ja ein Checkpoint, ja, doch, den muss ich doch von... Okay, dann kann ich nicht mal da rechts runtercutten, das ist ja gemein. Ich dachte, ich kann es jetzt eventuell ein bisschen rausreißen. Okay, das war nicht gut, weil ich nochmal hart vom Gas gehen musste und jetzt irgendwie auch in der Bande rechts drin war. Das Problem ist, ich kann nicht... Der nächste Checkpoint, an dem ich gucken kann, wie gut ich abgeschnitten habe, ist erst da hinten. Und da ist nochmal diese behinderte. Der Wallbanger zwischen ist irgendwie eine halbe Sekunde hinten, oder? Ja, über eine Sekunde sogar. Oh, können wir eigentlich direkt nochmal fahren. Dann müssen wir uns hier nicht den Stress machen, das noch kurz ins Ziel zu schießen. Aber das wäre jetzt die Überlegung wert, ob man da eventuell schneller Richtung diesen einen Checkpoint fahren kann.
Oh, das war gut. Das war sehr gut. Jetzt muss ich nur noch die Kurve hier richtig hinbekommen. Wenn ich das schaffe, dann haben wir das hier total geil. Okay, jetzt bin ich hier sowieso schon langsamer. Dann ich muss aber trotzdem nochmal hart vom Gas gehen, damit ich hier rumkomme. Aber es sind nochmal 1600 schneller. Okay, schauen wir mal. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass es irgendwie nochmal besser wird. Aber selbst wenn es jetzt nicht ganz reicht, fahre ich das, glaube ich, trotzdem nicht nochmal. Weil ich glaube, es fehlen noch eine Viertelsekunde oder so auf die Outdoor-Zeit, oder? 87, ja genau, das ist fast ein bisschen über eine Viertelsekunde. Aber wir fahren jetzt nicht nochmal, wir machen mal wieder für heute Schluss. Und ich würde sagen, wir fahren in der nächsten Folge weiter unsere lustigen Maps, die wir hier noch in unserer Liste drin haben. Also falls euch jetzt die Folge gefallen hat, dann könnt ihr ja wieder ein Like da lassen. Und sonst sieht man sich auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin euch einen wunderschönen guten Tag.